Tachchen und ich begrüße euch hier zu einem weiteren Famerama-Wochenrückblick. Es ist wieder ein Wochenrückblick für nur eine Woche. Wahnsinn, letztes Wochenende fand der statt, dieses Wochenende auch wieder. Krasse Sache zur 168. Ausgabe von Was war los auf meiner Farm in Famerama und Sonstiges begrüße ich euch, besser gesagt. Ja, natürlich mit vielen Gerüchten, Win-Fail der Woche, Frage der Woche und so weiter und so fort. Wie immer mehr oder weniger kompakt zusammengefasst in diesem Video hier. Ja, beginnend mit, wie immer, was auf meiner Farm los war. Kurzer Blick, und zwar zu den aktuellen Events. Halloween-Event findet ja statt. Wie weit bin ich da? Ich habe 73% geschafft. Was heißt das jetzt, ist die gute Frage. Naja, ich möchte unbedingt diese Ranke schaffen, denn 3 Freitrays ist ziemlich geil. Es folgt morgen dann wahrscheinlich auch noch ein Event im Checkvideo dazu. Ich hoffe, ich kriege das natürlich noch hin. Das Problem sind die Drops. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wieso ich Eventpflanzen anpflanze. Ich brauche wahrscheinlich gar nicht mehr. Großartig viel mehr. Drops sind also das Problem. Werde ich hoffentlich irgendwie noch hinkriegen. Das ist also mein Stamm am aktuellen Event. Wie weit seid ihr? Schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ansonsten habe ich fast 500 Sternchen, sodass ich mir endlich eine weitere Speicherhalle freischalten kann. Demnächst für die Farm. Auf Bahamarama habe ich glücklicherweise ja schon alle. Welche ich mir hole, weiß ich eigentlich noch nicht. Ob für die Werkstube oder eben hier für die normalen Stelle. Keine Ahnung, mal schauen, wenn es soweit ist. Und ja, Gruselnacht findet ihr übrigens auch wieder statt. Okay. Auf jeden Fall habe ich mir immerhin jetzt einmal den boshaften Apfelbaum freigeschalten. Um Pflanze zu jahren und bei den Quests ein bisschen voranzukommen, denn da habe ich mehr oder weniger noch so gut wie jede Gruselquest offen. Ich war irgendwie nie so der großartige Gruselnacht-Fanatiker, dass ich da die ganze Zeit abernte, auch wenn sie eben nicht ewig lange ist, die Gruselnacht. Gleich, das hat sich inzwischen auch ein bisschen geändert, aber da übrigens dann Frage der Woche. Hat mit der Gruselnacht auch zu tun, ansonsten auf der Farm bin ich natürlich weiterhin Level 92, auf Bahamarama bin ich inzwischen aufgestiegen auf Level 222. Tja, und das bringt viele goldene Bananen, die ich mir wieder dazu gearbeitet habe. Ich habe mir tatsächlich auch was freigeschalten wieder. Jetzt könnte man meinen, was hast du freigeschaltet? Ein Baum? Eine Pflanze? Nee. Ich habe mir einen Tiger Woods geholt. Oder einen Tiger Woods. Besser gesagt, ja, ich habe mir tatsächlich beim Farmhaus den Kollegen hier geholt. Ich habe das Farmhaus mehr oder weniger immer auch so ein bisschen ignoriert, aber wenn man so nachdenkt, bringt das eigentlich teilweise, nee, so viel brauche ich nicht, teilweise schöne P. Die hätte ich jetzt auf dem Markt kaufen können, aber was soll's. Wenn man da hier sich hochspielt, insbesondere auf Warmerama, da sind schon ein paar schöne P, die man hier auch noch rausholen kann, deswegen. Ansonsten, Moospenny-Stand ist wie immer im Keller. Er sinkt und sinkt weiterhin. Druckgulden-Stand möchte ich gar nicht drüber reden. Und ansonsten war es das im wesentlichen Sinne, was auf meiner Farm los war in dieser Woche. Damit gehen wir gleich weiter, was in Famerama los war. Es hat sich wieder einiges getan. Ihr könnt natürlich alle News auch auf famerama-cheats.de selbstverständlich auch nachlesen. Zum einen eben hier ist das Event Gutisch Hausputz zu Ende gegangen und dann gleich weiter mit dem Halloween-Event, das noch 2 Tage geht und auch endlich das Halloween-Design bekam die Stadt. Nicht auf Anhieb, aber immerhin jetzt inzwischen ist es da. Gute Sache, so wie die Farm auch das Grusel-Design. Zwar nur die Farm, das ist auch eben so eine Sache, die ich zwar nicht ganz verstehe, aber okay. Ansonsten kann man aktuell, arbeiten wir uns ganz einfach die Eventuhr mal durch. Da gibt es einiges. Gruselnacht findet eben statt. Dann eben wie gesagt Halloween-Event. Es gibt wieder Wunderranken-Verkaufsaktionen. Kann man sich also hier für TG wieder einiges kaufen. Pakete, also Wunderranken, beziehungsweise die Items auch einzeln hier, wenn man möchte. Dann findet auch das Ernte-Vermonats-Paket-Aktion. Anstatt von 15 für eben 10 Euro verbilligt statt, habe ich tatsächlich zugeschlagen. So, das ist ja das mehr oder weniger einzige, das ich mir eben pro Monat hole, dieses Ernte-Vermonats-Paket, weil ohne schaffe ich es ganz einfach nicht mehr. Es geht nicht. Und ansonsten, was tut sich sonst noch so? Ernte-Vertrag fand auch wieder statt. Und
Katzenställe sind da. Gut, die gab es schon immer, jetzt allerdings dauerhaft zu kaufen. Im Shoppingcenter. Wo sind sie? Katzen. So findet man sie schneller. Und zwar den normalen Stall natürlich. Ab Level 24 bzw. Upgrade 1 gelb und 2 orange. Die sind ja immer im Prinzip eben hier im Shoppingcenter drinne. Gibt es auch schon zu kaufen. Als Vorbereitung eben für die Katzenzucht, die kommen wird im Laufe des Novembers. Es kam übrigens ja auch schon der Eventkalender raus für den November. Gerüchteteil dazu auch ein bisschen näher dazu gesagt, beziehungsweise es folgt natürlich ein großes Vorschauvideo auch noch in den kommenden Tagen. Auf jeden Fall, es finde ich übrigens eigentlich ziemlich absurd. Ich verstehe nicht, warum man den geilen, so tollen Sonderstall völlig entwerten muss und einfach hier reinklatschen in Shopping Center für 2500 Moospenny. Bam! Schlag ins Gesicht für alle, die sich damals den Katzenstall mühsam DG gekauft haben, um die bei den Stallmeistern zu kriegen. Finde ich unnötig, das hat man damals bei den einigen Sonderstellen wie die zur Zucht kann man ja auch nicht gemacht. Aber seit neueren, auch mit Froschzucht, muss man es anscheinend jetzt immer so machen, finde ich ein bisschen blöd. Aber so ist es halt. Ansonsten gab es tatsächlich in dieser Woche dann das Update für High Leveler. Kam also am Dienstag, wurde es eingespielt und zwar zum einen mit neuen Pflanzen. Für die hohen Level überraschenderweise, High Leveler, hohe Pflanzen, was? Ja, unglaublich. Wird auch Zeit. Ist eine schicke Sache. Es gibt wahrscheinlich immer noch unfassbar viele Pflanzen als Eventpflanzen, die irgendwo tief verstaut sind und verstaubt sind, die noch nicht kamen, aber immerhin ein kleiner Anfang mit einigen Pflanzen, beziehungsweise auch zahlreichen neuen Quests, die es ab jetzt gibt, die dann eben natürlich einen erst auch angezeigt werden, wenn man das jeweilige Level hat, wie hier Level 97. Da gibt es auch eine Ranke dazu, oder hier Level 106 und so weiter und so fort. Und das, da benötigt man eben diese Pflanzen. Finde ich eine großartige Sache. Endlich was für High-Leveler. Endlich wieder ein bisschen mehr Anreiz. Sehr schön, wenngleich immer noch nicht perfekt. Könnte gerne noch viel mehr geben für High-Leveler. Auch wenn beispielsweise diese Quest mich überhaupt nicht betrifft, weil auch ich noch nicht so weit bin. Aber was soll's. Ansonsten gab es wieder einige Bugfixe eben in dieser Woche, beziehungsweise wie gesagt, Halloween Design wurde nur eingespielt und Login Bonus wurde bekannt gegeben, was das für den kommenden Monat November der große Bonus, das Item sein wird. Und zwar gibt es dieses Item, den Wikinger Gans Ingrid. So, jetzt haben wir es. Mit 4000 DP für die Farm oder Bahamrame, je nachdem, wo man sie hinstellt. Alle 22 Stunden. Zweifelt. Das ist deutlich schlechter als das alte Item vom ersten Login-Bonus, aber dennoch natürlich ziemlich gut. Kann man nicht klagen. Gut, ansonsten war es das, glaube ich, von den News hier. Ja, ich habe das alte Item tatsächlich hier aufgestellt. Ja, das bringt 8000. Okay, doch nicht schlecht. Das ist ja auf dem Viererfeld. Und das ist ja auf dem Zweierfeld. Ich nehme natürlich alles wieder zurück. Tut mir leid. Ja, doch gleich. Gut. Wie dem auch sei. Damit war es das also von den aktuellen News, was sich in dieser Woche getan hat. Gehen wir zum Win und zum Fail der Woche. Fail der Woche, wie schon kurz angerissen, meiner Meinung nach, dass die Katzenställe ganz einfach jetzt im Shoppingcenter zu kaufen sind. Hat alles seine Vor- und Nachteile, klar. Für alle, die keine Katzenställe hatten, keine Katzen hatten, sozusagen das Zuchtevent oder die Katzenzucht mehr oder weniger nicht mitmachen konnten. Katze auch unglaublich teuer auf dem Markt. Ist es gut, dass die im Shopping Center ist, aber ich finde es ganz einfach dennoch ein Witz für alle, die tatsächlich wirklich Geld ausgegeben haben, um diesen Katzenstall bei den Stallmeistern zu kriegen und jetzt, tja, kriegst du den für 2500 Moospenny ganz einfach im Shopping Center. Das ist nicht der richtige Weg, meiner Meinung nach. Ansonsten eine Win der Woche brauche ich nicht lange überlegen, ist für mich das High-Level-Update. Ist ein Schritt, ein erster guter Schritt in die richtige Richtung. Es dürfen gerne noch weitere folgen. Auch wenn es eben mich nicht betrifft und ich auch noch nicht so hoch bin, finde ich das großartig. Was fantastisch wäre, wäre ganz einfach auch noch ein Feature nur für High-Leveler. Denn das letzte wirklich große Feature ist eigentlich das Handwerksviertel. Das gibt es ab Level 70. Oder habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Und Level 70, das kannst du wahrscheinlich, wenn du eigentlich ohne Echtgeld einsetzt, heutzutage wahrscheinlich in ein, zwei Monaten ohne irgendwas auch schon erreichen.
Deswegen kann da gerne noch irgendwas Spezielles kommen in den weiteren Monaten für High-Leveler. Gut, damit gehen wir weiter zur Frage der Woche. Mit der alten Frage der Woche kamen wieder einige Antworten, hat mich sehr, sehr gefreut. Vielen Dank dafür. Lautete ja, ob ihr euch eine zusätzliche Fläche für die Farm bzw. für die Insel, sprich Bahamarama, wünschen würdet. Da schrieb, beginnen wir mit Farmkit. Ich habe bis jetzt leider noch nicht mal die jetzigen Flächen alle. Deshalb wäre es mir relativ egal, ob noch eine Fläche kommt. Alles klar, dann geht's weiter mit Farmgamer. Ich würde mir keine neuen Flächen wünschen, wenn dann eher nicht mehr so viele neue Ställe oder Bäume. Dann schrieb Corganto, also eine weitere Fläche für die Items wäre nicht schlecht. Schatzinsel und Dekowiese sind schon vollgestellt. Und zum Abschluss schrieb noch die Famarama Crew. Wir wollen unbedingt, dass weitere Flächen hinzugefügt werden. Ich warte hier immer noch auf das Korallenriff, den fand ich richtig nice. Ich liebe Meere und das Design war echt krass. Meine Meinung. Was auch richtig geil wäre, wäre eine Art Eiswelt, in der es dann zum Beispiel Eisbärenstall, Pinguinstall geben soll und dass man dann die Eisblume anpflanzen kann. Ich hoffe, dass demnächst eine neue Fläche hinzugefügt wird. Und vielen, vielen Dank, dass wir bei farmeramacheats.de mitmachen durften und dass du uns in deinem Video erwähnt hast. Gern geschehen, hat uns auch sehr, sehr gefreut. So, kurz natürlich dann meine Meinung zu diesen ganzen neuen Fläche, ja oder nein. Ich persönlich muss ganz ehrlich auch sagen, das ist die Frage der Fragen in Farmarama oder ist sie eigentlich immer noch? Man kann sagen, war sie. Man hat den richtigen Schritt, eigentlich von der Idee her ziemlich guten Schritt gemacht. Mit den Speicherhallen, die ganz einfach ziemlich viel Platz sparen bei den Ställen. Ja, da sparen sie wirklich ziemlich viel Platz. Bäume ist es nicht unbedingt die vielleicht idealste Lösung, aber geht auch. Das war, finde ich, eigentlich so ziemlich der beste Schritt, weil eine weitere Anbaufläche in dem Sinne, also mit Pflanzen und so weiter und so fort, wenn ich mir vorstelle, dass mit Sicherheit nicht alle Erntehelfer haben, das wäre einfach nicht mehr. Das kann man fast eigentlich nicht mehr zumuten. Das wären dann schon so viele Flächen, das geht fast nicht mehr. Wenngleich natürlich ständig neue Bäume Ställe kommen, da stimme ich auch zu, dass man das einfach übertrieben hat. Dass jeden Stall, und das war ja, inzwischen ist es nicht nur jeden Monat einen neuen Stall oder Baum, wenn da teilweise ein Zuchtevent ist und da gibt es nochmal drei oder vier neue Ställe zu erspielen. Also das ist ja brutal. Und dann kommt noch. Ja, inzwischen mit dem Baumwohler hier wieder zwei neue Bäume, dann wieder Setzlinge, Rätselsteller, irgendwo anderen Event nochmal neue Stelle zu spielen, hier, da, dort, bla bla bla. Das müllt man auf die Schnelle gesagt, meiner Meinung nach, einfach viel zu viel zu. Aber man kann nicht immer neue Flächen hinzufügen, das geht auch nicht. Deswegen, das ist eben so die Frage der Fragen. Korallenriff wäre geil gewesen, auf jeden Fall. Aber noch eine weitere, beispielsweise Farmfläche oder so, das verträgt der Farmspieler fast, glaube ich, gar nicht mehr. Schwer. Erntehelfer-Spieler geht vielleicht noch, aber sonst ist fast dann nicht mehr zumutbar. Für die Items könnte ich mir sowas tatsächlich noch vorstellen oder einfach ganz simpel die Ranke, ein paar quasi Gratis-Ranken dazuhauen, wo man Items raufklatschen kann, wo sie von mir aus auch die ganz normalen EPs bringen, die sie eben so bringen würden, dann eben als Bonus auf der Ranke. Ging ja auch. Das ist natürlich auch ein Problem, wenngleich man hierbei sagen muss, gibt zwar viele Items, aber für die meisten kommt jetzt eben immer, die bei Events sind, eine Event-Wunderranke, von daher ist das schon eher gelöst. Ja, von daher, das also meine Meinung zu diesem Thema Fläche, ja oder nein. Damit sind wir bei der neuen Frage der Woche angelangt und das betrifft Thema Gruselnacht, die schon wieder stattfindet. Und das ist ja so eine Sache, die ist schon wieder da. Und wenn der Eventkalender stimmt, ist sie nochmal in diesem Monat. Und früher war es ganz einfach so, da stand das nicht zur Debatte. Da gab es einmal im Monat die Gruselnacht, 24 Stunden. Ganz selten vielleicht mal 48 Stunden, aber sonst ganz einfach einmal im Monat. Inzwischen ist es teilweise so, dass sie ganz einfach entweder öfter im Monat stattfindet, länger ist, oder wie bei diesen Grusel-Events dann einfach mal der 5, 6 Tage im Prinzip geht. Also das war das klassische, einmal im Monat Gruselnacht, 24 Stunden gibt es nicht mehr. Von daher meine Frage an euch, in welchen Zeitabständen würdet ihr euch die Gruselnacht wünschen? Also einmal im Monat, zweimal im Monat, beziehungsweise wenn einmal im Monat, für wie lang, wie viele Stunden oder sagt ihr, so wie es aktuell ist, auch mit den Grusel-Events, was dann die Gruselnacht ewig lange ist, findet ihr gut so? Schreibt eure Meinung dazu zum Thema Gruselnacht, in welchen Zeitabständen
Gerne in die Kommentare alle Antworten auf diese Frage der Woche landen, dann natürlich auch im kommenden Wochenrückblick. So viel dazu und weiter geht's mit dem nächsten Thema und zwar mit den aktuellen Gerüchten. Jetzt schon gesagt, an dieser Stelle kommt wahrscheinlich am kommenden Montag oder Dienstag, unter Umständen bereits morgen, glaube ich nicht, also eher Montag, Dienstag, dann das große Vorschauvideo meinerseits auf den Famarama Monat November 2016, was uns erwarten wird an Events, sonstigen neuen Sachen, da gehe ich dann näher ins Detail. Jetzt allerdings auch kurz aufgearbeitet. Und zwar beginnen wir nicht mit den süßen Kätzchen, dazu kommen wir gleich. Beginnen allerdings mit dem Hundevent. Das findet nämlich vom 2. bis zum 8. November statt in diesem Monat mit, ja, wie ist es aufgebaut, ist die Frage. Man sieht aus diesen vier Eventkörben, what the fuck, okay, dass es möglicherweise eben hier eine Eventpflanze geben wird und eben ein Drop-Item. Dann kann man sich zum einen den Sticker sowie auch drei Items und natürlich ein paar weitere schicke Sachen erspielen hier. Aufbau selber des Events, es wird nicht 0815 sein, sondern ziemlich interessant aufgebaut, wie man hier sieht, hier insbesondere sieht, sodass man quasi, ja, vielleicht die Gewinne für den Hund hier ausbuddeln muss, sich voranarbeiten muss von Feld zu Feld, um dann weiterzukommen. Tja, da darf man gespannt sein. FAQ findet ihr natürlich dann auch, wenn sie heraus ist, schnellstmöglich auf amaramacheats.de. Ansonsten hätten wir vom 4. bis zum 6. November dann neue Bäume wohl bei Tokmak, Bock, Baumbola, den Pimpernuss, ob es da auch gleich die Upgrades gibt, bleibt abzuwarten, und den Akebi-Baum, also hierbei neu zu ergattern. Dann eben, jetzt kommen wir endlich dazu, die Katzen. Ha. Das hat mich so gefreut. Endlich ist es soweit. Im November kommt sie, also die Katzenzucht vom 10. bis zum 16. November findet dann übrigens auch ein Katzenzucht-Event statt. 16. November übrigens dann kommt dann auch eine neue permanente Quest. Oder zwei permanente, wie man so kennt, eben eins zu den Zuchttieren. Eins zum Erzeugnis, dass eben hier die Katzenschachtel wohl sein werden. Aber eben ein eigenes Katzen-Event wird es auch geben, wo man eben unter anderem die Kätzchen gleich benötigt, um ein paar schicke Sachen zu spielen. Katzenzucht selber eben dann am 10. November dann wohl eingespielt. Baby Boom Day Superfutter Sparks wird natürlich auch stattfinden. Bilder zu den weiteren Upgrade-Stellen, Animationen sind noch nicht raus, vielleicht dann zum großen Vorschau-Video auf den Famarama-Monat November in wenigen Tagen. Also unbedingt mal reingucken. Ansonsten hätten wir dann noch ein neues Tier, und zwar das Wiesel. Wird wohl kommen in diesem Monat, findet ihr auch wieder eine Rätselstallaktion statt. Bild oder Animation zum Stall gibt es allerdings auch dazu noch nicht. Aber wie gesagt, vielleicht in wenigen Tagen. Das also ein kleiner Vorschau auf die kommenden Ereignisse. Und damit geht es zum Schluss jetzt noch zu Sonstiges. Und da lege ich euch mein Wochenendgewinnspiel Nummer 85 ans Herz. Macht gerne mit, denn es lohnt sich auf jeden Fall. Auf meiner Seite megagamefreak.wordpress.com, wie immer, verlinke ich auch dieses Mal wieder alles in der Videobeschreibung. So ewig lang wie das letzte Mal, glaube ich, wird es diesmal nicht die Videobeschreibung, aber wahrscheinlich dennoch ziemlich vollgehüllt. Alles natürlich voller hilfreichen Informationen und Verlinkungen. Wie auch immer, auf jeden Fall gibt es tatsächlich ein paar Bäumchen schon davon zu gewinnen, beziehungsweise die restlichen werden auch folgen von jenen, die ich bei meiner letzten, ja, verrückten Rätselbaum Ausbeute gekriegt habe, eben hier, und zwar Lockwart XXL, Anschub, Birnenbaum und Affenbrotbaum XXL gibt es abzuräumen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist die 50-50 Chance sozusagen richtig zu beantworten, und zwar unter allen richtigen Tipps werden eben diese Preise verlost. Die Frage dazu lautet, ob ich aus diesem Rätselstall Jade ein Upgrade kriege von eben einem Stall, überraschenderweise, warum nicht von einem Baum, haha, ne, von einem Stall natürlich, Upgrade oder nicht, also Upgrade oder Sonderstall. Welcher das jetzt genau wird, ob das jetzt beim Upgrade ein Hühnerstall 3 rot wird oder beim Sonderstall ein Otterbau, ist völlig egal, es geht nur darum, Upgrade oder Sonderstall. Sollte jetzt allerdings der tolle Fall eintreten, dass es beispielsweise ein Sonderstall, ein Upgrade von einem Sonderstall wird, wie Bärenstall, eins gelb oder zwei orange, dann wird der dennoch als Upgrade gewertet. Teilnehmen könnte bis kommenden Montag. Die Preise gibt es dann am nächsten Gift und Trade dann von mir verschickt. Gut, ansonsten, wenn euch meine Meinung interessiert zum Event Gutischen Hausputz, könnt ihr da auch gerne reingucken. Event im Check wieder dann zum Halloween-Event wird höchstwahrscheinlich dann morgen folgen. So wie heute oder morgen hoffe ich dann auch noch ein weiteres Let's Play zu My Free Zoo. Und ansonsten übrigens in Sachen Let's Plays, weil auch die Frage aufgetreten ist, ja, kommt vielleicht irgendwann mal was anderes wie nur My Free Zoo auf deinen Let's Play Kanal?
Ja, der wird tatsächlich kommen und zwar möchte ich auf jeden Fall dann wieder Ski-Challenge unter anderem Let's Playen, dass ich ja in der Vergangenheit getan habe, dann die neueste Version. Vielleicht FIFA weiß ich noch nicht. Habe ich tatsächlich die 17. Version oder was anderes? Ich schaue da mal. Aber ist halt alles ziemlich zeitaufwendig und ja, da kommt die Videos halt ganz einfach auf dem Let's Play-Kanal, wenn ich Zeit und Bock habe. Von daher ist das so eine Sache. Das auch an der Stelle zugesagt. Ansonsten bleibt mir jetzt nicht mehr zu sagen als wie immer vielen Dank fürs Zuschauen von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr natürlich gerne ein Däumchen da lassen. Nach oben wäre schön. Und Abo wäre natürlich noch viel geiler. Und danke, schönes Wochenende noch und bis zum nächsten Video.